Ein neuer Morgen, wir haben Las Vegas verlassen, sind jetzt ungefähr eine Stunde unterwegs in Richtung Grand Canyon. Fahren jetzt leider wieder ein Stückchen zurück von da, wo wir gestern hergekommen sind, in Richtung Kingman. Ging nicht anders, hängt damit zusammen, dass wir kein passendes Hotel gefunden haben am Grand Canyon. Und heute machen wir ein kleines Abenteuer, sag ich mal. Wir haben nämlich heute, obwohl natürlich Hochsaison ist, kein Hotel vorgebucht. Wir müssen also unterwegs etwas finden und ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Hier haben wir so ein Scenic View, sind wir jetzt hier mal angehalten. Hinter uns also eine richtig schöne, typische amerikanische Landschaft in der typischen, was soll ich sagen, amerikanischen Hitze. Ja, es ist wirklich heiß. Gerade im Deltaco frühstücken, wir hatten noch kein Essen und es gibt lecker Grilled Chicken Tacos. Ich habe mir eine Chicken Quesadilla bestellt, so ein flaches Teil hier. Und das Witzige oder auch nicht ist, dass wir hier wieder in Kingman sind und dass wir in diesem Deltaco, haben wir gerade gemerkt, schon mal gewesen sind. Da haben wir da hinten gesessen und hatten ein Meal, also ein Menü bekommen und da wurden nämlich die Pommes vergessen. Haben wir nämlich jetzt später gerafft, dass die Pommes dazugehören. Wir haben schon gewundert, warum es so teuer ist. So ist es ja okay. Und jetzt haben wir richtig Hunger. Das ist unser Frühstück. Und dazu gibt es eine leckere Cherry Coke in US-Größe. Lecker. So muss das. Sind wir in Williams und tanken ist ja immer ein Abenteuer für mich, weil das immer überall anders ist. Man muss ja in den USA erst bezahlen und dann tanken, nicht wie in Deutschland erst tanken und dann bezahlen. Welcome to Shell, erstmal Insert Card. So, Processing, Mastercard, please wait. Nicht die Karte rausziehen mehr. Und jetzt Approved Remove Card. So. One moment, please. Yes. Remove. Und da muss ich hier erstmal aufmachen. Das. Und jetzt nehmen wir Regular. Und dann sollte das laufen. Theoretisch. Ja, es läuft. Und dann sind wir auch gleich schon im Grand Canyon. So, jetzt sind wir angekommen. Nicht nur am Grand Canyon, sondern auch am ersten Viewpoint. Und es ist jetzt schon der Wahnsinn, oder? Eine Aussicht. Ja, das sieht auch voll. Sieht voll heftig aus. Thank you.
Ja, ich war ja schon öfters hier und muss sagen, ich bin immer wieder aufs Neue begeistert. Man steht zwar nur hier oben und guckt in diese Schlucht rein, aber diese Schlucht hat irgendwie gefühlt kein Ende. Und es ist für mich ein Ort, den ich immer und immer wieder gerne besuchen würde und werde, wenn ich hier in der Nähe bin. Und Johnny, was ist dein erster Eindruck? Also die Aussicht ist wirklich beeindruckend, vor allem auch was man beeindruckend. Auch von, also natürlich von dem, was man sieht, ist ja gemeint bei Aussicht, aber ich meine so, wenn man so immer weiter guckt, dann findet man so irgendwie immer mehr, so immer mehr Details und wie diese Schluchten da, das sieht richtig geil aus. Also irgendwie so gar nicht so natürlich irgendwie so, ja, ich kann es nicht beschreiben, aber ja, ihr seht das ja auch. Aber es ist natürlich gemacht, entstanden, aber ich weiß, was du schon meint. Es sieht aus wie gefertigt, also gar nicht. Wie in so einem Film zum Beispiel, wo es jetzt, keine Ahnung, es sieht aus wie irgendein anderer Planet oder sowas. Ja, nicht von dieser Welt. Ja. So, jetzt haben wir uns mal nebenbei hier ein bisschen mit der Karte beschäftigt. Hier im Umkreis vom Grand Canyon ist wirklich alles dicht mit Hotels. Jetzt habe ich den Ort Page rausgesucht. Der ist auch noch in Arizona, in der Nähe vom, wie heißt der See nochmal? Lake Powell. Und da wir euch auf Abenteuer stehen, 63 Euro kostet das, also 63 Dollar in diesem Falle. Die bisher billigste Unterkunft. Ich nehme sie einfach jetzt mit zwei Queen-Size-Betten. Was soll schon passieren? Ist allerdings noch 2 Stunden Fahrt von hier aus. Ne? Also ich drücke mal drauf hier. Reservieren, 63 Dollar. Ja, wir haben das Zimmer. Mal gucken, was das ist. So, dieses Motel hier ist das erste Motel auf dieser Reise, was völlig wie ein Motel aussieht und wie ein Motel ist, wenn man so an einem Hotel denkt, oder wenn ich daran denke zumindest. Auto haben wir hier direkt vor unserer Tür geparkt. Wir haben Raum Nummer 28. So, wir sind jetzt eingecheckt. Los geht's mit der Roomtour. So, ich würde sagen, wir fangen im Badezimmer an. So. Etwas kleiner als sonst, aber alles da, was man braucht. Badewanne, Dusche, Toilette und... Ah, ich denke, hier ist mal der Föhn drin. Kann man unschwer erkennen. So, weiter geht's. Hier haben wir unsere Betten. Das ist das eine. Und das andere ist... Hier, dann haben wir hier noch so Stühle mit einem Tisch und dann haben wir auch noch einen Fernseher, bisschen kleiner als sonst, aber da wir hier nur schlafen, kann es ja egal sein. Aber was uns nicht egal sein kann, ist, dass wir eine Terrasse haben, die werden wir wahrscheinlich noch nutzen. Ich muss mal sagen, für 63 Dollar, das ist absolut okay. Das reicht mir voll und ganz, wenn wir hier im Westen unterwegs sind. Mehr muss ich gar nicht haben. Ich muss so eine Terrasse hier, dass man sich draußen mal hinsetzen kann.
klasse. So, wir sind jetzt an einem Pizza Hut und ja, hier gibt es natürlich leckere Pizza. Und bei mir gibt es Pepperoni-Pizza, also Salami. Und das sieht doch ganz gut aus. Ist noch ein bisschen heiß, aber boah, kannst du kaum anfassen. Lassen wir es erstmal ein bisschen abkühlen und lassen wir es uns schmecken. Normalerweise ist es ja so, dass es mit Bedienung ist in einem Pizza Hut. Aber hier ist es anders. Hier ist es eigentlich zum Mitnehmen. Man kann aber auch seine Pizza hier essen. Und darum gibt es die im Karton. Johnny hat sich eine mittlere Pizza bestellt. Ich habe mir, weil ich einen tierischen Hunger habe, dieses Riesending bestellt hier. Ich werde es schon schaffen, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Und wie es aussieht, muss ich die Pizza heute echt mit der Hand essen. Messer und Gabel gibt's hier nicht. Och man, ja, Stefan. Ist ja so. So, ey. Ich wundere mich nicht, warum man uns Allmänner nennt. Ich habe in meinem Leben dreimal Pizza mit Messer und Gabel gegessen. Sonst nie. Und das war wirklich wegen Restaurantgründen. Hier, ich mach sowas nicht. Ich gehöre nicht zu solchen Menschen. Und ich habe vielleicht in meinem Leben dreimal eine Pizza ohne Messer und Gabel gegessen. Ist so. Aber ich werde schon schaffen. So, und selbst abends ist die Temperatur noch sehr, sehr angenehm. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, einfach schön warm, also halt Sommerfeeling. Genau. Ich wollte mir ja eigentlich hier in den USA verschiedene Biere kaufen. Es geht einfach nicht, es gibt immer nur Sixpack, ist schon das Kleinste, was es gibt. Ich habe mir heute mal eben was gekauft, Pabst Blue Ribbon. Keine Ahnung, was das ist, noch nie was davon gehört. Ich wollte es gerne mal probieren. Ist Bier trinken nicht in der Öffentlichkeit in Amerika verboten? Das ist ja keine Öffentlichkeit, das ist meine Terrasse. Genau. Und was sagt der Profi? Naja, nichts Besonderes, aber trinkbar. Ja, da kann ich mal eine Geschichte erzählen. Neulich gab es ein besonderes Bier. Es wurde erstmal schön weggekippt. Da waren wir nämlich noch in einem anderen Hotel und ich war schon so halb am Schlafen und dann wache ich auf durch so ein Geräusch, so ein so, das hat sich angehört wie so ein, keine Ahnung, ich will jetzt keine Beleidigung sagen, aber wie so ein kotzender Hund irgendwie. Dachte ich erstmal, es kommt von draußen. Dann habe ich bemerkt, dass das Stefan gewesen ist. Was gab es denn für ein Bier, was du da getrunken hast? Ich habe mir da ein Bier gekauft, das hieß, wie hieß das denn nochmal? Keine Ahnung, auf jeden Fall war es was mit Tomatensaft, also mit Bier überhaupt nichts zu tun. Soul. Bin mal sehr gespannt, was das ist. Und ich habe das echt einen großen Schluck genommen, war ja schön kalt und dann habe ich diese pure Tomate mit irgendwelchen Pfefferkörnern da, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall absolut ekelhaftig. Ein neuer Tag beginnt. Und der beginnt wie immer mit der Abfahrt vom Motel. Und was man hier nochmal so sagen kann ist, wir haben zwar jetzt so einen Full-Size-Wagen und wir wurden auch ein bisschen belächelt, aber unsere beiden Koffer hätten in einen kleinen Kofferraum nicht reingepasst. Es passt, wie man sieht, wie Arsch auf Eimer. Die Hitze ist schon wieder da. Es ist noch nicht mal 8 Uhr morgens und wir sind schon bereit für eine kleine Wanderung hier am Horseshoe Bend. Hinter mir ist so ein Schild, da kann man schon ein bisschen erahnen, wie das aussieht. Ich habe schon sehr oft gesehen in anderen Videos, wenn man mal so guckt im Internet. Selbst hier gewesen bin ich noch nicht. Sieht immer wunderschön aus, wenn ich sehe. Und ich bin jetzt echt froh, dass wir, ohne zu wissen, das in der Nähe zu haben, hier in Page sind. So, Rucksack ist gepackt, Wasser ist dabei. Ja, wir haben Rucksack gepackt. Und da ist Wasser drin und ja, die Kamera werden wir da wahrscheinlich auch reintun, wenn wir ein bisschen laufen, weil der Typ beim Empfang meinte, dass wir ungefähr 15 Minuten brauchen, um hinzugehen. Aber das muss man ja auch wieder zurückgehen und wir bleiben ja auch ein bisschen da, also werde ich damit rechnen, dass wir eine Stunde hier in der Hitze sind und dann braucht man ja was. Genau. So, würde ich mal sagen, auf geht's! Thank you.
So, jetzt sind wir hier angekommen und haben hier wirklich eine fantastische Aussicht. Das ist der Hammer, oder? Und Johnny hat eben gesehen, was mir da nicht aufgefallen war. Ganz da unten, da kann man sehen, wie hoch wir eigentlich hier sind. Da sind so Kajaks. 4 Kajaks liegen da. Man sieht daneben die Menschen und die sind wirklich so wie so ein Sandkorn. Die kann man gar nicht mehr richtig erkennen, genau. Das ist eine ganz tolle Stimmung hier. Wenn man so guckt auf diese roten Berge. Das ist für mich, ja, das ist echt so der Westen von Amerika, was das ausmacht. Total klasse, oder Johnny? Finde ich auch, finde es beeindruckend. Ja, okay. Also beim Hingehen hier fand ich es ja schon cool, die Berge zu sehen so. Ja. Aber wenn man Grand Canyon gesehen hat, war das ja gar nichts. Aber das hier ist ja dann auch nochmal sehr ansprechend, finde ich. Ja, gut. Grand Canyon ist ein bisschen noch imposanter, sag ich mal, als dieses hier. Aber ich finde es jetzt toll, dieses Mal zu sehen, weil ich hier noch nie gewesen bin. Das ist für mich was ganz Neues. Und ich finde es wunderschön. Ich hatte ja eigentlich vor, ursprünglich mit John viel mehr so zu Fuß zu unternehmen. Aber man sieht schon, die Flasche hier ist fast schon leer. Man hält es ohne was zu trinken gar nicht aus. Und darum werden wir wohl, wenn es weiter so bleibt, unsere Wanderung auf ein Minimum reduzieren müssen. Aber ein paar Sachen wird es eben geben, wo man wie hier laufen muss. Egal wie warm es ist. Und da mag uns jeder ruhig einmal nennen bei Wandern. Ich finde das hier wirklich krass, weil hier sind die Gegenden wirklich schön. Also ich muss jetzt nicht haben, einen Berg hochzusteigen irgendwo, wo drum auch nur Berge sind. Aber hier ist das halt so, weil die, wie nennt man das? Es ist ganz anders als in anderen Ländern, dieses rote. Wie nennt man das? Biom? Ich glaube. Die was? Das Biom ist hier ganz anders. Oh, ein Wort, was ich noch nie gehört habe, muss ich sagen. Wenn es das Wort wirklich gibt, Biom. Hab ich mal bei Minecraft gelernt. Da konnte man so das Biom immer einstellen, wenn man eine Welt erstellt. Wüste. Ich glaube, es heißt Biom. Okay, man lernt nicht aus. So, wir waren eben kurz shoppen. Zu einem, weil wir was essen wollten, aber dann haben wir uns auch noch ein bisschen bei den Klamotten eingehakt. Ich habe mir ja so ein schönes, kitschiges Hemd gekauft mit so amerikanischen Motiven drauf. Ich habe es gekauft, weil es eben so kitschig aussieht. Ich finde es einfach genial. Mit Hoosie C6 und so einem Adler. Was ist da noch drauf? Kaffee. Auf jeden Fall sieht es amerikanisch aus. So, und ich habe mir hier von Ice Cube. Ah. Kann man kaum sehen. Von Ice Cube so ein T-Shirt geholt. Ich habe am letzten Walmart auch schon so eins gehabt. Aber jetzt kommen wir mal zu der Hauptsache, warum wir einkaufen waren: Unser Frühstück. Buttercroissants. John hat sich frische Melonenstückchen, Wassermelone ausgesucht. Ich habe mir hier so ein Mixed-Teil gekauft mit Erdbeeren, Weintrauben, Melone und zwei Erdbeergetränke von Nesquik. Wir sind gespannt, wie es schmeckt. Wir wissen nicht immer, ob Saft oder Milch ist. Nee. Real Milk. Oh. Ist also so eine Erdbeermilch. Geil. So, erstmal die Milch. Wie hast du das aufgekriegt? Hier einfach gezogen? Ja, da steht so Pull hier und dann kannst du da ziehen. Ja, es ist Milch, das sieht man hier auch gerade richtig heftig. Oh, lecker. Genial.
endlich mal was Kühles, ne? Ja. Und gut, dass wir ein Taschenmesser mit dabei haben. So geht's auch. Du kannst das mit dem Messer hier auch spießen. Hier, wie eine Gabel. Aber nicht in den Mund nehmen. Genau. Ich hab das aufgekriegt, den Deckel hier. Abgezogen, dann kannst du es ziehen. Oh Gott, oh Gott. Oh, lecker. Schön gekühlte Früchte. Ich muss gestehen, das sind die ersten Vitamine, die wir zu uns nehmen, sehen wir hier in den USA sind, ne? Zumindest die ersten. Salat auf Burger. Wie bitte? Salat auf Burger, alles klar. Und den Tacos. Ja, zum ersten Mal, seitdem wir hier in den USA unterwegs sind, stehen wir auf der Straße, weil ein Stau ist oder weil es nicht mehr weitergeht. Stehen? Wir sitzen doch. Ja. Baustelle ist hier. Also, ich muss mal sagen, der Verkehrsfluss, der ist deutlich besser hier als in Deutschland. Auch eben dadurch bedingt, dass man hier nicht nur links überholen darf, sondern man kann hier auch rechts überholen. Es gibt zwar dann mal Stellen, wo der Verkehr ein bisschen zähflüssig ist, sicherlich. Aber eigentlich im Stau haben wir noch nicht mal in L.A. gestanden. Und schon gar nicht hier. Wenn schon nur so ganz, ganz kurz, dass man ein bisschen langsamer fahren muss, aber man ist immer vorangekommen. Genau, also Stillstand ist jetzt echt zum ersten Mal. Und dann haben wir auch die Kamera mal eben angemacht, um das mal eben hier zu dokumentieren. Ist aber deshalb wohl, weil hier eine Spur gesperrt ist und jetzt der Gegenverkehr grün hat und wir eben rot. Kein Gegenverkehr in Sicht. Die kommen jetzt. So, einige Zeit ist vergangen. Was heißt einige Zeit? Vielleicht 10 Minuten und jetzt bewegen wir uns wieder. Hier ist der Sheriff von Navajo County. Und auf jeden Fall bewegt sich das Auto jetzt wieder und es geht nach Monument Valley. Habe ich tatsächlich selber von noch nichts von gehört, außer von Stefan. Der hat mir nämlich Folgendes erzählt, dass da Western-Filme gedreht wurden, dass es für Werbespots von Marlboro mal eine Location war und dass es ein Gebiet, der also Indianer ist. Und ich bin sehr gespannt, weil ich bin ja auch, also das heißt ein großer Western-Fan, aber Red Dead Redemption hat mir sehr gut gefallen. Jetzt kommen wir vom nächsten, jetzt kommen wir schon, weil Los Angeles war ja GTA die Rede. Jetzt sind wir zum nächsten Rockstar-Game-Spiel umgeswitcht, Red Dead Redemption. Spaß. Auf jeden Fall, ich bin gespannt und die Gegend hier ist auch schon sehr, sehr, sehr schön.
So, jetzt sind wir hier. Wir haben sie gefunden. Die weltbekannten Felsformationen aus so vielen Filmen. Und jetzt machen wir hier einen 17-Meilen-Drive, so einen Loop-Drive auf so einer Schotterpiste. Es staubt hier auch ganz schön. Und gucken uns mal an, wie das hier so aussieht. Und am Ende schauen wir uns mal an, wie schön weiß unser weißes Auto noch ist. Ja. Oh, so. Okay, los geht's mit dem Rundtour. Dass unser Dodge auch ein Geländewagen ist, wusste ich gar nicht. Den braucht man hier fast, würde ich mal sagen. So, sorry, falls es ein bisschen wackelig hier ist. Die Straßen sind nicht so ganz eben, oder besser gesagt die Wege. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt wieder langsam raus und ja, der Gesamteindruck, Stefan war hier schon mal. Und bei mir war es jetzt so, ich fand es sehr schön, auch wie dicht man an diese Felsen quasi rankam. Man kann sie jetzt ja viel besser einschätzen von der Größe her, wenn man direkt daneben ist. Ich meine, wir fahren ja auch gerade wieder an einem vorbei. Auf jeden Fall, es hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte es cool gefunden, wenn es auch sowas gegeben hätte. Sowas gibt es ja, so einen richtigen Wanderweg da. Also wo man, das haben wir nämlich vorhin gesehen, wo man da komplett durchlaufen konnte, oder? Können wir gerne machen, wenn du möchtest. Nein. Wir haben ja Nein, das war zu viel. Ich hätte es cool gefunden, wenn es irgendwie so eine kurze Stelle gäbe zu so einem, ja, wo man auch, also es gab so einen Aussichtspunkt auch, aber ich meine sowas, wo man ein bisschen laufen kann, aber nicht zu viel, weil es ist hier auch viel zu heiß. Also 107 Grad Fahrenheit haben wir drauf. Ach du Scheiße. So, jetzt stehen wir hier mitten auf einer Straße, auf einem Highway.
Und hinter uns sieht man noch im Hintergrund vielleicht das Monument Valley. Und hier wurde eine Szene aus Forrest Gump gedreht. Und darum stehen hier alle Leute und fotografieren das. Also diese Straßenaussicht ist wirklich sehr bekannt. Und wir sind auch dabei. So, wir sitzen im Auto und es geht zu unserem Motel. Und ob das ein Motel ist, was wir gebucht haben, kann ich gar nicht genau sagen. Hier steht nur Blue Sage Inn and Suites. Ja, warte mal, jetzt kommt's nämlich. Wir haben das Zimmer gebucht und fahren gerade hin, sind auch in 23 Minuten da. Wie groß soll das Zimmer denn sein? Also laut der App hier 260 Quadratmeter. Das wäre mehr als doppelt so groß wie unsere Wohnung in Bremen. So, und jetzt kommt's. Ich habe ja auf der Karten-App geguckt und tatsächlich sieht der Ort aus irgendwie. Also so ein Rezeptionshaus sieht man, aber sonst sieht das aus wie so ein Schrottplatz. Da steht kein Gebäude oder so. Wir hoffen mal, dass es Baustelle war. Aber wenn wir da sind, werden wir auf jeden Fall Bericht erstatten. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das Zimmer so groß ist. Weil ich meine, hast du schon mal so ein großes Hotelzimmer gesehen? Ich jetzt persönlich nicht, nein. Nein. Also können wir uns auch nicht vorstellen, auch vom Preisverhältnis her. $116 plus Tax. Naja, teuer genug, aber wir haben geguckt eben in einem anderen Ort. Da hieß Bluff. Da gab es erst ab 160, 170 Dollar ein Zimmer. Und hier ist noch mit Frühstück sogar. Also kann so verkehrt nicht sein. Und hat auch keinen Sinn, jetzt wegen ein paar Dollar, die man einsparen würde, noch weiter zu fahren. Wir sind schon genug gefahren heute. Naja, ich meine, bei den Benzinpreisen. Naja, fahren wir von der Strecke sowieso. Wir wollen ja bestimmte Ziele besuchen. Also Stefan, es war nur ein Witz. Das ist ja köstlich. Jetzt verstehe ich es auch erst. Mein Gott. So, genau in diesem Moment sind wir da. Ich glaube, das war ein Druckfehler. Naja, gedruckt war es ja noch nicht. Es ist ein Schreibfehler. Und, oder war der? Boah, sorry. Wo steht es denn? Es ist wirklich hier. Es ist der Laden. Wir warten trotzdem mal ab. Wo ist die Rezeption? Ich glaube, man muss dazu nichts sagen, wenn ihr das sehen würdet. Ich zeig's doch mal. Na, ich weiß nicht, ob es mit der Belichtung. Ja, man sieht's ein bisschen, also. Normales Motel, so. So, los geht's mit der Roomtour. Ich hab's selber noch nichts gesehen, also mitkommen. So. Ja, man hat auf jeden Fall schon mal den typischen Hotelgeruch irgendwie. Dann haben wir hier zwei wirklich große Betten. Und was nicht nur groß ist, ist das Bett, sondern auch, wie ich hier sehe, einen schönen großen Fernseher. So, dann haben wir hier eine Mikrowelle, einen Kühlschrank, ein großes Badezimmer, was ich gleich zeige. Und dann haben wir hier, wie wir es ja auch schon mal kannten, den Spiegel draußen. Das ist ein Schreibtisch. Aber warum ist hier ein Spiegel? Weiß ich nicht. Hier drin ist auf jeden Fall auch einer. Ja. Schon schön großzügig groß. Haben wir hier eine Dusche. Eine Toilette. Das heißt, die Toilette ist frisch gereinigt worden. Okay. Ja, wo ist unser Motel? Unser Motelzimmer ist in Blanding, in Utah. 80 Kilometer von Moab, dem Arches National Park entfernt. Sind wir hier in einem Diner. Es gibt hier, wie wir gesehen haben, drei Möglichkeiten, etwas zu essen. Ein Diner, wo wir jetzt sind. So ein Burrito-Laden, der hat zu. Was war das andere noch? Subway, da wollte John nicht hin. Wozu Salat, wenn es Fleisch gibt? Stefan gibt mir Zeichen. Ja, das ist eine Besonderheit. In Amerika gibt es Plastiksträume. Und das ist sehr gut. Dann kann man nämlich endlich mal wieder das Getränk schmecken und nicht den Strohhalm. Und unser Essen ist da. Wir haben uns einen richtig schönen Burger bestellt. Hier ist er. Ist
ich meine, der erste Burger, den wir hier bestellen in Amerika, der außerhalb einer Fastfood-Kette gegessen wird. Ja, und wir hoffen, es ist ein guter Burger. Es ist ein guter Burger. So, da haben wir uns ja schön dämlich angestellt, bei diesem Diner hier. Als wir reinkamen, ich dachte ja, man wird am Tisch bedient, weil es eben ein Diner ist. War aber nicht so. Man musste dann an der Kasse bestellen. Das ist natürlich weiter schlimm. Auf jeden Fall wollten sie aber dann wissen, was wir haben wollen. Und da wir noch nicht uns umgesehen hatten, was es überhaupt gibt, ja, haben wir dann die Burger und dann die Pommes genommen. Pommes gab es ja auch verschiedene. Ich habe gar nicht verstanden genau, welche es alle gibt. Und dann zahlen mit Kreditkarte. Wir gingen unsere Karte nicht, oder dieses Durchziehen funktionierte irgendwie nicht. Einstecken funktionierte nicht, dranhalten funktionierte nicht, es hat nichts funktioniert. Naja, wie auch immer. Essen war lecker und zum Glück gibt es hier, kann man sich nochmal nachfüllen. Sein Getränk können wir mitnehmen. So, und jetzt stehen wir hier schön in der heißen Sonne. Ja, schnell ins Auto. Ja, schnell ins Auto, schon als eilig. Anlage an. Der Kleine schwitzt. So, Abendstimmung am See. Bestes Wetter. Das Wasser plätschert. Ja, und wir sitzen hier auf so einem Stein mitten im Wasser. Ja, richtig schön hier. Haben wir leider eben erst entdeckt. Ich kann diesen. So. Dass es hier so einen See gibt, aber es ist wunderschön hier und eine kleine Brise weht hier. Ja, so. Ganz schön angenehm. So ist es schön hier, also in Utah, herrlich. Kann man schwer zurückdenken, wie warm es heute war. Ja, wir hatten heute wirklich wieder Temperaturen, mein Gott, jetzt ist es richtig schön. So, wir sitzen schon wieder im Auto, wie man sieht, und es geht weiter. Heute geht es auch wieder in so Naturparks und ja, nur gab es bei diesen Parks jetzt einen Nachteil, weil wir haben ja so eine Karte, wo man quasi überall mit rein kann und ja, hier ist die. Und da, die müssen wir dann eigentlich vorzeigen, dann kommen wir immer rein. Doch bei den Parks gab es einen Nachteil. Es geht jetzt um den Park, um den Arches National Park in Utah. Wir waren eben im Frühstücksraum und dann kam ich mit einer Frau ins Gespräch, weil ich zu blöd war, die Mikrowelle zu bedienen. Und die sagte uns ganz nebenbei, dass man seit April, haben die das irgendwie umgeändert, dass man Reservierungstickets benötigt, um in den Park überhaupt reinzukommen. Eigentlich wollten wir morgen früh, ganz früh in den Park, um zum Delicate Arch zu wandern. Das können wir uns schon mal abschminken. Wir haben dann nach der Zeit bekommen, ich glaube um 15 Uhr, schön in der Mittagssonne. Und heute haben wir eine Eintrittszeit bekommen zwischen 10 und 11 Uhr. Das schaffen wir ganz gut von hier aus. Aber woher soll man sowas wissen, frage ich mich ganz ehrlich. Wir waren ja schon in mehreren Nationalparks und da gab es nirgendwo diese Zeiten.
liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Park so hoch frequentiert ist von den Besucherzahlen, dass es nicht anders geht. Aber hätte auch passieren können, dass wir da ankommen und dann erst erfahren, dass wir reservieren müssen und dann alles weg ist. Es war eben schon ziemlich knapp mit den Tickets. Da waren pro Zeit noch ungefähr so für 80 Fahrzeuge was zu kriegen. Na gut. Stehen wir hier in der Schlange vom Eingang vom Arches National Park. Hier ist unsere Reservierung. Die gilt allerdings erst ab 10 Uhr. Wir haben es jetzt gerade mal 9.41 Uhr. Bis wir dann da angekommen sind, naja, ein bisschen dauert es noch. Mal gucken, ob wir schon reinkommen. Auf jeden Fall sehr großer Andrang. Also, ja, was soll ich sagen? Nicht so schön, wenn es so voll ist. Aber gut, es ist Hauptreisezeit. Mal gucken. Der Park Ranger sieht freundlich aus, zumindest. Good morning. Good morning. This is the reservation. Okay, let me borrow that because I'm gonna need to type the number in on there. Or not? There we go. This is the pass. And then the ID. Thank you. ID? Okay. Yeah. Please show this to the ranger at the stop sign that lets him know to let you in. Okay, thank you. You're welcome. Das müssen wir zeigen gleich. Beim Ranger beim Eingang müssen wir eine gelbe Plakette vorzeigen. Ach Leute. Wo ist denn der Eingang überhaupt? Ah, hier, gib mal her das Ding. Good morning. Thanks. So, wir sind angekommen bei über 90 Grad Fahrenheit, die wir gerade haben. Wir wollen jetzt zum Delicate Arch hochlaufen. Das ist dieser bekannte Steinbogen, den man überall hier in Utah und auch anderswo sieht. John packt gerade den Rucksack. Ja, wir brauchen natürlich Wasser. Genau, und zwar jede Menge. Es wird ein ziemlich langer Aufstieg werden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich war früher schon mal hier, zweimal schon. Es wird anstrengend werden bei der Hitze. So, was ist bei der großen Hitze, wenn man hier so einen hohen Aufstieg hat, wichtig? Ganz wichtig ist natürlich, dass man immer einen Wasserträger dabei hat. Ich habe einen dabei, hier ist er. Du kannst gleich selber tragen, wenn du so ein großes Maul hast. Er trägt den Rucksack. Wie viele Flaschen haben wir denn dabei? 6 oder 7. Das reicht wohl für mich. Hey. Eigentlich ist es ein Wahnsinn, bei diesem Wetter hier hochzulaufen. Aber es geht nun mal nicht anders. Die Hitze wird immer schlimmer noch. Und wir haben für morgen Reservierung bekommen für 15 Uhr. Das ist zu spät.
Wie ist die Laune und Befindlichkeit nach den ersten Metern? Alles bestens. Wirklich? Ja, also, warum wir jetzt eine Pause machen? Also, ich glaube, Stefan und ich, wir könnten beide noch weiterlaufen, aber Stefan ist hier ja schon mal hochgestiegen und meinte, dass es hier ganz angebracht wäre, eine Pause zu machen, wenn man das, wie sagt man, wenn er weiß ja schon, was man noch vor sich hat. Und ich glaube, da ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich, bevor man kaputt ist, einmal ausruht, damit man, ohne einmal überhaupt kaputt zu werden, weitermacht. Ja, Ruhe ist eingetreten. Wir sind die Einzigen hier gerade jetzt im Augenblick. Ja, und Ruhe wortwörtlich, weil wenn man wirklich leise ist, dann hört man wirklich so gar nichts. Ja. Ein Platz im Schatten. Ich weiß gar nicht, wie warm wir es haben. Auf jeden Fall haben wir einen wolkenfreien Himmel. Man könnte die Wanderung auch nennen, zur falschen Zeit am falschen Platz. Der Pool wäre jetzt ein besserer Platz. Aber wir wollen ja sehen, was uns da oben erwartet. Aber es ist schon ein Wahnsinn. Die Hitze ist unbeschreiblich. So, langsam merkt man auch was von der Hitze, aber wir haben das Glück, dass wir... Was ist denn lustig? Ich merke schon länger was von der Hitze, seitdem wir losgegangen sind. Ich merke so, also das Heiße merke ich auch, aber so seit 10 Minuten bin ich schon langsam so ein bisschen erschöpfter. Ja, muss ich auch sagen. Aber ich finde, es geht noch klar. Also, wenn man Wasser dabei hat, geht das. Und wir haben das Glück, dass hier immer ab und zu so kühle Quellen sind. Ja. Okay, sure, ja. Yeah. Okay, just making sure. Did you want your picture or something? Nee, okay, thanks. Na, auf jeden Fall hat man hier das Glück, dass man hier so immer so Schattenplätze hat. Natürlich auch nicht ganz so schlau, wenn man dann wieder rausgeht, schwitzt man umso mehr. Das stimmt, aber ich kann sagen, ich erkenne dieses Loch. Und wo ist hier, wo war das denn eben? Okay. Hinter uns ist ein Loch. Da. Sieht man's? Kann man es hier unten nicht sehen, aber das ist aber jetzt so, das ist nicht mehr weit. Warte, da sieht man es. Ja. Da, wo die Menschen sind, also genau an der Spitze meiner Cappy. Genau, also da kann man schon den Delicate Arsch sehen. Wir sind also, jetzt sind wir, muss ich sagen, fast da. Angekommen, haben auch schon unsere Bilder gemacht und irgendwie ist es hier oben gar nicht so schlimm, dass man hier keinen Schattenspender hat. Also na, auf Dauer schon, aber es ist hier ungewöhnlich leer. Ich dachte, es wäre hier oben viel voller bei den Wanderströmen, die ich hier beim Hochgehen gesehen habe. Richtig schön. Jo. Schön ruhig. So, jetzt gehen wir hier mal
unter dem Bogen direkt. Sieht ein bisschen gefährlich aus, wenn man hier links und rechts guckt, weil es hier nämlich steil bergab geht. Aber, ach, wo ist er? Hier ist er, der Bogen. Wo ist Johnny? Ein Foto machen. Da ist er. Ja, hat sich echt gelohnt, der Aufstieg. Richtig schön. So, wir haben es geschafft. Wir sind unten. Aber so gerade haben wir es geschafft, doch. Fertig wie sonst was. Das war das Anstrengendste, was ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben gemacht habe. Bei den Temperaturen sind gerade losgefahren. Das Thermometer zeigt gerade mal 91 Fahrenheit. Das kann einfach nicht sein. Das muss viel, viel wärmer sein. Da kommt es uns aber auch so vor, weil wir jetzt hier, wir sind jetzt 2,5 Stunden nur gelaufen. Bei der Hitze. Fertig. Absolut fertig. Und ich mache heute gar nichts mehr. Heute Abend werden wir mal irgendwo hinfahren, aber wenn es kühl ist und wir hoffen, dass wir jetzt was zum Essen kriegen und was zu finden und was zum Trinken, was kalt ist. Ja, und danach hoffen wir, dass wir einen schönen kühlen Pool finden. Ja, das hoffen wir. So, hier steht unser Wagen und wir sitzen im Wendy's und haben auch schon Getränke und jetzt warten wir darauf, dass der Name von uns aufgerufen wird und wir unser Essen bekommen. Stefan, willst du nix? Mein Name wurde gerufen. Ja, was ist meins jetzt davon? Gar nichts. John. Nicht Stefan. Oder wie die Amis sagen, Stefan. Er hat ein bisschen große Schnauze, weil er jetzt gerade zum ersten Mal im Urlaub hier was bestellt hat. Leider auch das Falsche. Hab ich gar nicht. Du hast auch noch falsch bestellt, weil ich wollte gerne Large haben, hab ich extra gesagt. Was kriege ich hier? Small. Ich habe gar nicht Small gesagt. Small. Im anderen Wendy's haben die gefragt, which size. Ja. Und die haben sie einfach gar nicht gefragt. Ich muss hier in den USA, im Land der ganzen Möglichkeiten, eine smalle Portion essen. Warte, zeig her. Er hat bestellt bei Taco Bell und die haben nicht mal gar keine Pommes bekommen. Und außerdem ist es nicht mein erstes Mal. Ich habe hier Hollywood Boulevard was gekauft. So, los geht's mit der Roomtour. So, einen Koffer hole ich eben noch rein. Stefans Koffer, aber sind halt meine Kekse dabei. So. Oh, aua. Das sieht ja gut aus hier.
beginnen wir mal hier, damit wir nicht alles wieder zurücklatschen müssen bei der Roomtour. So, hier haben wir ein Waschbecken mit Spiegel, wieder in einem separaten Raum mit der Toilette, was wir jetzt hier schon öfters erlebt haben. Dann haben wir eine Dusche und eine Toilette. So, dann geht's weiter, haben wir hier einen Flur. Ach, nur eine Garderobe mit Kaffeemaschine und Bügeleisen. Hier wird dann Stefan drin schlafen. So, Spaß. Dann haben wir hier einen Kühlschrank, eine Mikrowelle und ja, Becher ein paar. So, dann haben wir hier zwei Betten. Sieht auch echt gut aus. Und das Beste, einen schönen großen Fernseher. Hoffen wir mal, dass es da auch Netflix drauf gibt. Und sogar einen Schreibtisch haben wir noch, den John natürlich wieder übersehen hat. Entschuldigung. So, jetzt ist es soweit. Wir haben ja gesagt, wir machen heute nichts mehr oder nicht mehr viel. Was haben wir erstmal gemacht, als wir angekommen sind? Tatsächlich uns hingelegt. Ja, wir haben erstmal eine Stunde geschlafen. Und jetzt haben wir den Pool entdeckt hier. Richtig schön. Einziger Nachteil, muss ich mal sagen, der hier fährt so bei ist, dass es hier nur vier liegen gibt und wir natürlich keine abbekommen haben. Aber gut, wir haben unsere Sachen hier an der Erde gelegt. Kein Problem, wir wollen ja eh im Wasser sein. Genau. Ja, und wir haben sogar hier eine schöne Aussicht. Das Hotel heißt ja irgendwie was mit Scenic View. Und ja, wir sind hier im Becken und man blickt hier rundherum auf die wunderschöne Landschaft, die man von hier aus sieht. So, und jetzt geht das Entspannungsprogramm los. Relaxen pur. Zum ersten Mal in diesem Urlaub eigentlich so richtig, ne? Doch, wir hatten das schon mal. Ja, im Pool, aber nicht, dass wir so lange mal relax haben. Heute machen wir wirklich nichts mehr. Vielleicht fahren wir nachher nochmal gegen Abend nochmal beim Auto nochmal los, aber erstmal nichts mehr. Nur noch relaxen. So haben wir ihn vorhin gesehen, den Delicate Arch. Und jetzt können wir ihn so sehen, da hinten ist er. Innerhalb von 5 Minuten vom Auto jetzt losgegangen. Und ja, das war vorhin echt viel zu anstrengend, aber es hat sich gelohnt, vor allem die Aussicht, die man da oben hatte. So, es ist Abend geworden, früher Abend, sind wir nochmal in den Arches National Park gefahren, weil es nur ein Katzensprung entfernt ist von unserem Hotel. Es sind immer noch über 100 Grad Fahrenheit, es ist eine Affenhitze draußen, man kann eigentlich nicht viel machen, wenn man rausgeht. Haben wir auch gar nicht mehr vor, wir wollen den Tag jetzt ja ruhig ausklingen lassen und werden jetzt nur noch so ein paar Punkte hier anfahren, vielleicht so ein paar Aussichtspunkte, aber ganz ruhig und chillig alles. Und dann haben wir den Park, glaube ich, genug genossen, oder Johnny? Ja, wir waren ja heute schon 2,5 Stunden hier nur am Schuften. Ja, das war. Der Tag war wirklich hart heute, muss ich mal dir mal sagen. Ja, jetzt gehen wir hier gerade über eine Brücke und was unter der Brücke ist, das ist der Colorado River, der fließt, was war das, 2000 Kilometer lang von Rocky Mountains, dort ist die Quelle, nach Kalifornien. Und das Lustige ist, wir sind ja in Kalifornien gestartet und wir haben den in Arizona, glaube ich, das erste Mal gesehen, diese Reise, und der begleitet uns jetzt auch so ein bisschen. Das stimmt. Und
Colorado, habe ich gerade eben gelesen, ist das spanische Wort für rot gefärbt. Können wir bitte nochmal diese Brühe hier einmal zeigen? Ja, wohl eher braun gefärbt. Ja, auf jeden Fall ist es aber der längste und wichtigste Fluss im Westen der USA. Und hier ist so eine Brücke, das haben wir eben angehalten, immer in der Nähe von Moab sind wir. Und sieht schon imposant aus, ein richtig breiter Fluss ist es auf jeden Fall. Genau, denn der Fluss ist hier jetzt gerade nicht rot gefärbt, aber die Berge drumherum. Genau. Klein vor. So, wir sind auf einer endlos langen Straße, aber die Landschaft spielt natürlich wieder mit. Wunderschön. Und ja, sind auch wieder wunderschöne 90 Grad Fahrenheit draußen. Ja, es ist wirklich warm. Wir sind auf dem Weg zum Capitol Reef Nationalpark. Das dauert noch eine Stunde ungefähr. Und gestern Abend im Hotel haben wir noch was gemacht. Ja, wir haben Stranger Things zu Ende geguckt. Wir haben für die Finalfolge jetzt irgendwie Zeit gebraucht, um das irgendwo unterzukriegen. Wir haben in Blending, wo im Hotel war, angefangen zu gucken. Da war sogar Netflix auf dem Fernseher vorinstalliert. Und, ja, und gestern haben wir es auf dem MacBook geguckt. Das zeigen wir euch mal eben kurz was von. So, noch ein kleiner Nachtrag. Also jetzt gerade, hier beim Videofilm, ist der Tag von gestern. Also, ja, okay. Sind also jetzt in der Vergangenheit jetzt gerade. Erzähl, was machen wir gerade? Stranger Things gucken, also die letzte Folge. Ich kann es ja mal zeigen. Hier ist der Hopper. Und auf jeden Fall, warum das so lange bei uns hinausgezögert wurde, es liegt nicht an mir. Ja, gestern haben wir es im Hotel geguckt, angefangen, ich bin da eingeschlafen. Nicht, weil ich es nicht gut finde, aber ich bin abends hier in den USA, kann man mich einfach vergessen. Wenn das nicht gut finden würde, dann würde es auch so aussehen. Stefan? Hm? Oder in der Nacht so. Okay. Spaß. Ich will, mit dem Typen zu verreisen. Wir finden die Serie gut. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir dahin, wo ich gestern eingeschlafen bin bei der Stelle und dann geht's weiter. Wir gucken die schon seit Staffel 1. Also, ja. Da kam gerade der Trailer zur zweiten Staffel, da sind wir auch drauf aufmerksam geworden. Und ja, ich weiß, ab Staffel 3 sind viele Leute dazugekommen, wo du denkst so, ja, das ist selbst so eine peinliche Serie und sowas. Ich sag jetzt aber nichts dazu, weil ich hier niemanden schlecht reden möchte. Aber ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Nee, ans Herz legen, diese Serie zu gucken. Ja, ich auch. Die eigene Meinung von machen und ich muss sagen, die erste Staffel, die ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend und es ist auch wirklich gut gelungen, wie die Serie dann weitergeführt wurde. Also ich fand es auch von vorne bis hinten einfach gut. Thank you.
Wir sind jetzt angekommen im Capitol Reef National Park. Und ja, was hier erstaunlich ist, also wofür der Park auch bekannt ist, ist tatsächlich die hohen Felsen. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man da so hoch guckt. Auch wenn zum Beispiel hier der ja fast nur glatt ist, ist es immer noch so, man kann so detailliert gucken, wenn man so nah ran kann. Und finde ich sehr schön und ist auch ein komisches Gefühl, weil man sich so klein vorkommt. Natürlich kommen muss, nachdem wir hier 2 Stunden Fahrt hatten, um hierher zu kommen, wollten. Es ist trotzdem sehr warm, aber es ist halt bewölkt. Wir haben auch schon Blitze gesehen und Regen. Denkt man natürlich erstmal scheiße, ist es ja auch, aber wenn man dann die Gelegenheit, oh, kommen wieder Regentropfen gerade, wie ich merke, da muss man die Gelegenheit nutzen, das so zu sehen, dass man mal eine Abkühlung hat, weil in den letzten Tagen war es echt heiß. Und ja, keine Ahnung, jetzt sind echt ein paar Grad runter und es ist trotzdem noch warm, aber so schön erfrischend. Und jetzt kommt gerade der Regen ganz schön. So, jetzt haben wir hier eine kleine Picknick-Area entdeckt und wir haben sogar was zum Picknick mit. Was gibt's denn Feines? Ich weiß es tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe eigentlich mal Twinkies gesucht gehabt, da habe ich von der Firma aber nur solche Zitronenkuchen gefunden. Sind aber auch echt lecker. Sie heißen Hostess. Das ist die Firma. Ach, das ist die Firma, okay. Und wir haben auch unsere Cookies hier. Und als großes Highlight noch so einen halbgeschmolzenen Riegel hier. Ja, den ich wohl erst werde, ne? Musst du ja wohl. Ja, muss ich wohl. Schmeckt aber auch ganz gut. Neidisch? So, jetzt wird hier das nächste Ziel gesucht. Was suchst du denn? Jetzt suche ich den Zion National Park. Ich finde ihn gerade nicht. Da sind wir doch schon mal vorbei, oder? Nee. Geht mal. Oh, jetzt kommt der Kartenexperte. Hältst du? Nee, weil ich habe noch in Erinnerung, dass ich den... Wenn es noch weiter ausbreitet, dann findest du es noch schlechter. Das war schon in dem Quadrat, was ich da ausgeknickt hatte. Ganz sicher. Moment. Hier, ich hab ihn. Kann nicht sein. Das Zion National Park. Ja, wo sind wir jetzt? Wir sind in Utah, das Monument Valley, wo wir waren. Und sieht das nicht. Und Utah ist das Arizona. Utah ist hier. Und warte, ich suche Moab. Und wo sind wir gerade? Wie heißt das nochmal? Capitol Reef. Meine Frage ist, kommt jetzt der Zion Canyon, bevor der Bryce Canyon kommt, oder kommt der, wo ist denn der, das Bryce Canyon, wo war Zion? Zion ist hier. Das also kommt erst der Bryce Canyon, das war der Grund meiner Suche, müssen wir also als nächstes Ziel, dem wir uns nähern, den Bryce Canyon angeben. Ob wir den heute noch erreichen, glaube ich, weniger. Mal gucken.
sitzen immer noch im Auto. Heute ist echt so ein Tag, wo wir wirklich sehr viel Auto fahren. Und wir haben auch schon eine Location, die wir besuchen wollten, haben wir schon gestrichen, weil das wird einfach zu viel hier in der Gegend. Und zwar ist die Rede vom Zion National Park. Was gibt's denn da eigentlich sowas? Wofür ist das bekannt? Ich kenn's nämlich eigentlich nicht. Ja, das sind auch so Felsformationen und ist sehr schön dort, aber man muss es nicht unbedingt sehen, würde ich sagen. Also ich war schon zweimal da und ja, war schön, wie gesagt, aber nicht notwendig. Wir machen dafür morgen Bryce Canyon. Und der ist notwendig, der ist echt was Besonderes. Ein Canyon, der mal ganz anders aussieht, als man sich ein Canyon vorstellt, auf jeden Fall. So viel soll ich schon mal verraten. Wir haben jetzt ein Motel 6 gebucht in Cedar City. Das erreichen wir in ungefähr 90 Minuten. Und ja, haben wir heute mal einen Tag, wo wir nicht so viele Highlights haben und wo wir mehr gefahren sind. Es ist eben hier in diesem Land so, die Entfernungen sind wirklich unwahrscheinlich groß. Und da muss man eben auch mal so einen Tag einlegen, wo man eben fast nur im Auto sitzt. Ja, kommt man immer gut voran. Aber das Gelände hier ist wirklich trotzdem sehr interessant. Es ist bergig, es ist grüner geworden und wir haben auch schon ein und die andere Ranch gesehen. Genau, es gibt hier Farmen und ja, Landwirtschaft. Muss auch mal sein. Ja, ein kurzer Zwischenstopp. Jetzt hier sind wir wirklich im Wilden Westen. Ja, hier ist unser Auto gerade geparkt. Ja. Wir haben hier an der Straße, ja, was soll ich sagen, den Platz gefunden, wo der gesetzlose Butch Cassidy früher als Kind gewohnt hat. Und Johnny hat eben bei Wikipedia ein bisschen gelesen und kann ein bisschen was erzählen über diese Person in Kurzform. Ja, was ich grob gelesen habe, ist, dass seine Eltern hatten eine Farm, wo er gelebt hat auch. Und dann haben die Eltern die Farm mal verloren gehabt. Und dann ist er kriminell geworden, indem er zum Beispiel bei reichen Farmen, die armen Farmen quasi versucht haben, den schlechten... Also die reichen... Wie sprechen wir das aus? Also wenn die reichen Farmen den armen Farmen was Böses wollen. Bei diesen Farmen hat er auf jeden Fall Vieh gestohlen. Und man ging davon auch aus, dass er das getan hat, um was Gutes zu tun. Aber dann ist er wohl aus irgendeinem Grund richtig kriminell geworden und hat auch Raubüberfälle und sowas gemacht. Also, okay. Weiter habe ich noch nicht gelesen, weil dann war Stefan fertig, weil der war auf Toilette. Tja, muss auch mal sein, wenn man so lange fährt. Ja, und hier ist das Haus schon. Da sind wir schon, kann man wohl nicht reingehen, denke ich mal. Oder doch, da ist die Tür sogar offen. Dann gehen wir doch mal rein in das Haus hier, wo der Typ gewohnt hat. So, ganz rein kann man leider nicht, weil man hat hier so durchsichtige Plexiglas-Scheiben davor. Aber hier kann man mal reingucken und das sieht halt wirklich so aus, als wenn die Menschen damals kleiner gewesen wären. Also irgendwie die Türrahmen sind viel kleiner und ich kann mir nicht vorstellen, wie man hier leben konnte, weil ich habe gelesen, dass er das 14. Geschwisterkind war oder irgendwie so. Auf jeden Fall war das eine Großfamilie und das ist doch viel zu wenig Platz. Und hier ist noch so eine kleine Scheune, aber hier ist eigentlich nichts Spektakuläres. Vier Wände und ein Dach, mehr nicht. So, los geht's mit der Roomtour. Ich werde erstmal hier die Koffer mit reinbringen. So, und noch meiner. So, das Zimmer ist mal eins, was sich von den anderen Zimmern, die wir hatten, ein wenig unterscheidet, weil wir haben nicht wie sonst diesen Spiegel nochmal extra gehabt. Jetzt haben wir hier alles normal in einem Badezimmer, schön übersichtlich. Toilette, hier haben wir so eine Dusche und eine Badewanne so gemischt drin. Und dann haben wir hier ein Waschbecken. So. Dann haben wir hier unsere Betten. Sonst hatten wir mal Queen-Size-Betten, so jeder eins. Und das ist jetzt einfach nur Full-Bett, hieß das, glaube ich. Weil es hier das anders nicht gab. Sonst hätten wir in einem Doppelbett schlafen müssen. Da hätte man ja nicht den Vorteil gehabt, hätte man auch ein normales Bett nehmen können. Dann haben wir hier... sorry, falls es Gegenlicht ist. Dann haben wir hier einen Fernseher und einen Kühlschrank.
Und damit wäre es gewesen. Ja, das ist eben beim Motel 6 so. Der Preis ist gering und man hat immer das Nötigste. Und mehr braucht man normalerweise auch gar nicht. Das haben wir jetzt bezahlt hier mit Tax $90 für eine Übernachtung. Das ist schon okay. So, es ist soweit. Wir müssen zum ersten Mal waschen. Mal gucken, wie das funktioniert hier. Aha, so. In die Wäsche einstreuen. Wie soll ich denn da noch reinschmeißen? So, sah gar nicht so schwer aus, aber ich erzähle jetzt mal, was da wirklich vorgefallen ist. Also, wir sehen dieses Ding und denken, ja gut, waschen wir mal, dann packen wir unsere Sachen rein, schmeißen das ganze Geld rein, da hat es auch geschluckt, haben es zugemacht, auf Start gedrückt, ging nicht. Haben wir das immer und immer wieder versucht, ging nicht. So, ist Stefan nach unten gegangen und hat gefragt, wie das funktioniert. Dann wurde ihm so ein Waschmittel, was wir drüber gestreut haben, gegeben. Haben wir das Ganze nochmal gemacht, ging nicht, nochmal, ging nicht. Und so hat sich das dann die ganze Zeit wiederholt, ging nicht. So, sind wir nach unten gegangen, haben gesagt, dass es immer noch nicht funktioniert. So, ist die von der Rezeption mit nach oben gekommen, ist in so einen Raum reingegangen. Und dann wurde der Strom eingeschaltet. Also ich frage mich, wie kann man denn so doof sein und den Strom ausschalten? Also ich würde doch eigentlich so denken, wenn du den Strom anhast, hast du doch weniger Arbeit. Dann stell den Strom doch an und lass die Leute ihre Sachen waschen, anstatt den Strom auszustellen. Bescheuert sowas. And now it's working. Anderthalb Stunden später und die Wäsche ist jetzt gerade fertig geworden. So. So. Ab in den Trockner damit. So, wir hoffen mal, dass es jetzt trocknet. Das Geräusch macht es nämlich auf jeden Fall. Jetzt geht die nächste Warterei los. Wenn man nur deutsche Waschmaschinen kennt und deutsche Trockner, man kann es verwechseln, so. Aber das rede ich auch gar nicht wieder gut. Das ist unsere Schuld gewesen. Das ist das Einzige, was ich an dieser Sache einsehen kann. Was schon damit sagen will, falls man es nicht verstanden hat, wir haben die Wäsche zuerst in den Trockner und danach in die Waschmaschine getan. Weil wir eben dachten, ja, das erste Gerät wäre die Waschmaschine gewesen und das zweite eben der Trockner. Leider war es umgekehrt. Nochmal alles von vorne. Und das ganze Geld auch nochmal einwerfen. So, nach dem missglückten Waschabenteuer, was noch so endete, dass wir nicht mehr genug Quarters hatten, um das zu trocknen, wird die Wäsche jetzt so getrocknet. Wir haben einige Teile an den Fenstern befestigt und wir hoffen, dass sie vom Fahrtwind trocken werden. So. Auf geht's! So, und wenn wir dann auch schon mal wieder im Auto sitzen, nutzen wir auch die Chance und fahren irgendwo hin, wo wir was Leckeres essen können, weil, ja, was habe ich heute gegessen? Ein paar Cookies und so zwei von diesen Kuchen, von diesen Zitronentörtchen da. Bei unserem leckeren Picknick im
Capitol Reef. Ja, dann hoffen wir mal, dass von der Hin- und Rückfahrt das Ganze trocknet. Aber erstmal lassen wir uns es dann gleich hoffentlich schmecken, wenn da keine weitere Panne dazwischen kommt. Einen Moment. So, da bin ich wieder. So, Essen ist da und Besonderheit, das Tablett ist rund. Wie ein Tablett. Der Große für den Großen, der Kleine für den Kleinen. Oder? Ist das? Ja. Bin ja mal gespannt. Ich habe mir so einen, wie heißt der, Half Pounder bestellt. Geht schon schwer auf. So schwer ist der. Ja, cool, wie ich das an. Dick und fett. Und so sieht mein Burger aus. Genau wie Stefans, nur in klein. Schmeckt aber wahrscheinlich genauso gut. So, wir sind jetzt hier bei Burger King zum Frühstücken. Da gibt es etwa für jeden die äußerst köstlichen French Toast Sticks. Und dann, oh, wie heiß die Dinger. Moment, kann ich mal zeigen. Gibt es ein kleines Frühstückspaket mit Leckereien. Pancakes. Hä? Große Sausage. Und vielleicht haben sie auch falsch bestellt. Vielleicht haben sie auch das Falsche weggemacht. Das kann auch sein. So, Messer und Gabel. Sirup. Das ist trocken. Hat nicht jeder so ein tolles Trikot oder T-Shirt, was an amerikanischer Luft getrocknet worden ist. Es riecht nach Highway, nach Freiheit, nach Abenteuer und natürlich nach Hackebeck.